Gesundheits-Apps, heute gibt es ja ein großes Portfolio an Angeboten, die man im Internet findet. Da muss man unterscheiden, was hilft dem Patienten, dem Bürger. Da muss man natürlich schauen, dass die Gesundheits-App auch immer mit einem fundierten medizinischen Wissen erstellt worden sind, weil tendenziell kann jeder solche eine App heute noch hochladen. Aber die wirklich mit Medizinern und Ärzten zusammen entwickelt werden, haben natürlich die nötige Qualität, auch fundierte Informationen zu teilen. Auf der anderen Seite sind natürlich Mediziner und Ärzte Nutznießer solcher Anwendungen. Die können dann zum Beispiel lückenlos jemanden, auch während er nicht in der Praxis ist, gut monitoren, überwachen, dass bestimmte Gesundheitsparameter in den richtigen Parameterbereichen liegen und frühzeitig halt auch auf bestimmte Situationen reagieren. Zum Beispiel stellen sich vor, ein Allergiker hat einen Schub, dass gerade ihm es schlechter geht, der kann relativ einfach dokumentieren, was waren die Umstände, wo habe ich mich befunden, wie war das Wetter, welche Situation hat dazu geführt. Aber auch Patienten, die frisch operiert sind, können so lückenlos und deutlich besser überwacht werden, wenn innerhalb der ersten Tage nach der Operation beispielsweise bestimmte Fortschritte nicht erzielt werden, ehe man dann noch wartet, dass man erst 6 Wochen später vielleicht erst wieder einen Arzttermin hat. Damit die Apps wirklich auch den Medizinern helfen, müssen die direkt in die Krankenhausinformationssysteme, in die Praxisinformationssysteme integriert werden, damit der Arzt auch direkt auf die Daten zugreifen kann, was heute einfach fehlt aufgrund der schieren Vielfalt und der fehlenden Standards, die umgesetzt werden. Der Arztbesuch in Zukunft wird natürlich deutlich interaktiver aussehen. Man kann beispielsweise sich vorstellen, dass man einen veränderten Leberfleck hat und wenn man sich da unsicher ist, mit Hilfe einer App den analysieren lassen und der gibt schon so eine Art Vorklassifikation. Sollte man jetzt tatsächlich dringend einen Arzt aufsuchen oder ist man da auf der sicheren Seite? Und in dem Moment, wo man beispielsweise einen Arzt aufsuchen müsste und heute mehrere Wochen auf einen Termin warten muss, dann kann die App tatsächlich auch gleich mit Telesprechstunde dazu helfen, dass dann der Arzt aus der Ferne beispielsweise durch die Kamera sich die Sache begutachtet. Die Apps wären natürlich besser, je mehr Datengrundlage existiert. Das heißt, je mehr positive Befunde halt auch eingespielt werden und dann kann auch sehr zuverlässig entschieden werden, muss ich damit wirklich umgehen zum Arzt oder kann ich tatsächlich auch noch einige Tage oder Wochen warten?